Hallo und Servus an diesem wunderschön verregneten Tag hier bei Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, warum starte ich auf dieser Insel? Ich habe jetzt kurz festgestellt, woran es liegt, warum wir keine Arbeitskräfte bzw. zu wenig haben. Die Mine produziert allerdings nicht voll, denn wir haben nur 16 von 25 Arbeiter in dieser Mine platziert. Ganz einfach, warum ist das so, dass wir nur 16 von 25 haben? Weil wir haben hier eine Kohlenmine und auch die Kohlenmine, die ich jetzt gerade nicht finde. Ein Konkurrent hat ja, irgendwo ist eine Kohlenmine und diese Kohlenmine benötigt Arbeitskräfte. Offensichtlich. Da haben wir sie. Genau. Die benötigt Arbeiter. Wir hatten ja welche, ich habe sie angeschlossen aus diesem Grund. Beziehungsweise gut ist, dass beide arbeiten und sie teilen sich halt jetzt quasi die Arbeitskräfte. Soll uns weiter nicht stören, ich lasse das jetzt mal, die Fehlermeldung kann man ja getrost ignorieren. Wichtig ist für mich, dass wir endlich jetzt die Produktion von Zement oder von Stahlbeton, dass das jetzt ordentlich anläuft. Und auch hier dürfte sich das eingependelt haben mit der Produktion von Stahl. Mal kurz schauen, ja, das passt, das vollkommen ausreichend. 28, wie viel würden wir benötigen? 30, also zwei noch und wir können noch ein Linienschiff, also noch ein Kriegsschiff bauen. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen gerüsteter. Gut, wo sind wir letztens stehen geblieben? Wir hatten in der letzten Folge einen Zoo und ein Museum gebaut, haben da auch ein paar Artefakte und ein paar Tiere hineingesteckt und soweit funktioniert das Ganze. Was ich jetzt machen möchte, ich habe in der letzten Folge komplett die neue Welt vernachlässigt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall in der neuen Welt einen kurzen Sprung vorbeischauen. Dann zeige ich dir auch, was ich da in der letzten, also offscreen vor der Folge 26 gemacht habe. Ich habe mir ein paar Linienschiffe da hinuntergezogen, denn der Piratenkönig da unten ist mir schon massivst auf die Nerven gegangen. Und habe eigentlich auch meine ganzen Clipper, also die Schiffe, die sich nicht verteidigen können, gegen Linienschiffe ersetzt. Und somit habe ich jetzt ein bisschen Ruhe für den Warentransport. Gut, ich möchte nur ganz kurz schauen, ob da irgendetwas mangelt, ob da irgendetwas nicht passt. Nein, die sind zufrieden. Was fehlt ihnen hier? Ah, das ist Arbeitsbedingungen. Ja. Also die sind einmal grundsätzlich zufrieden. Auch hier, das ist eine Insel, die rein nur Arbeitskräfte hat. Das funktioniert einwandfrei, die Produktion passt. Hier produzieren wir eigentlich nur Mais und Fleisch. Für die Herstellung der Tortillas, glaube ich, auf der anderen Insel. Also mehr machen wir da nicht. Das funktioniert einigermaßen. Wie schaut es jetzt hier aus? Auch hier. Alles bereit. Ja, die holt Baumwolle. Das Schiffchen holt Baumwolle für die Welt. Was magst du? Er lädt Kleidung rum und eben eine die gebackenen Bananen. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ach ja, haben wir ein Krankenhaus? Wir haben hier ein Krankenhaus. Wo ist mein Krankenhaus? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Habe ich noch ein Krankenhaus irgendwo? Ist auch ein Krankenhaus. Alles mobilisieren. Eigentlich im Rathaus noch Platz? Nee. Ich bin gerade mal überlegen, denn ich habe ja eine Kirche und glaube 10. Ich glaube, ich werde hier auch noch ein Rathaus hersetzen. Aber was kostet denn so ein Rathaus? 50. Das darf sich nicht überschneiden, oder? Aber hier dürfte ich es herstellen. Wenn ich das jetzt hier herstelle, und ihn da rausnehme. Berufsrisiko. Ein bisschen kleiner und wenn ich den jetzt hier reinsetze, dann wird das Ganze größer.
Einfluss. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Muss ich jetzt hier auch noch eine Kirche herstellen? Soll ich denen noch eine Kirche bauen, sicherheitshalber? Geht sich das gar nicht aus? Ist die gar nicht im Einzugsbereich? So herstellen. Ist sie dann im Einzugsbereich? Ja, dann wäre sie im Einzugsbereich. Die Epidemie wurde besiegt. Machen wir das mal so. Spielstand gespeichert. Da können wir leider nichts anderes machen. Aber das ist jetzt mal nicht so schlimm. Lassen wir das einfach mal so. Gut. Da haben wir noch ein paar Arbeitskräfte, das mit den Essen sieht nicht schlecht aus. Kein Grund zu übertreiben, aber danke. Ja, die sind glücklich, das gefällt mir. Wir haben noch keine Brillen, wir sind immer noch die Brillen, die wir im Lagerhaus haben, glaube ich. Weil wir produzieren keine Brillen, wir haben sie nur. Bleibt stabil. Importieren wir Brillen? Nicht. Okay. Gut, wie sieht's da jetzt her? Oh, nee. Da kommt. Oh, wo? Muss ich da jetzt auch Verteidigungsanlagen bauen? Doch nicht, oder? Schiff unter Beschuss. Die Insel habe ich mir da ausgesucht wegen Eisen, genau, Kohle und Kupfer. Und auch die Felle und Salpeter und Hopfen und Getreide. Ich kann da mit einem Schlag mit dem Pendler Kay kann ich mit einem Schlag die ganze Bierproduktion auf diese Insel verlagern und noch Kohle auch abschöpfen. Und das Gute ist, es ist nicht weit zu unserem Hafen, denn der ist gleich da drüben, beziehungsweise da ist die eine Insel und dort ist die andere Insel. Er schießt ordentlich drauf. Nicht mehr als bereit. Ah, hier, mein Freund. Ah, ich glaube, der macht eh gerade Selbstmord. Weil er könnte abdrehen, aber jetzt ist er tot. Angriffsformation! Brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Das war's für ihn. Ah, da ist noch was drin. Was hat er denn gelagert? Was hatte er denn Schönes mit? Ja, in weiterer Folge gibt es ja dann auch Dampfschiffe. Auf das freue ich mich schon, weil die sind dann ein bisschen schneller. Vor allem, wenn kein Wind ist. Mit dem Wind, glaube ich, sind die Segelschiffe immer noch etwas schneller. Aber ja, soll uns ja jetzt nicht stören. Also entweder ist das seit dem Patch so oder... Oh, aber schnell jetzt zurück. Kurs setzen. Das ist ja ein ganz tolles Item. Legendäres Item. Das eigentlich am Anlege. Volle Segel! An der Anlegestelle müsste ich doch auch handeln können, oder? Dann kann ich das Schiff gleich wieder daher platzieren.
Gut. Während das Schiff hierher fährt, da werden wir jetzt nicht zusehen, sondern ein weiteres Linienschiff in Auftrag geben. Das hat sich jetzt ordentlich eingependelt mit den Köhlereien. 72 Kohle. Naja, jetzt können sie wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ja, ordentlich produzieren. Stahlbeton. Das heißt, der erste Pendler Kay kann gebaut werden. Ich werde aber jetzt trotzdem was probieren, bevor ich etwas Falsches mache. Und wenn, dann ist es nicht so schlimm, dann haben wir es zumindest ausprobiert. 40 Fenster, 30, 50, 40, 30, 50. 40, 30, 50. Ich habe es eh sicher gleich wieder vergessen, aber ich werde es dann trotzdem nochmal ansehen. So, ist dieses Schiffchen jetzt schon da? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Passt, du bist hier. Apropos Kriegsschiff, ich habe doch hier einen Fähnrich. Was habe ich denn dann noch mit? Irgendwas. Egal. Du wirst dich ganz einfach jetzt hier platzieren. Und du kommst ins Museum. Item. Oh ja. Das zieht Leute an. Beziehungsweise macht sie hoffentlich glücklich. Attraktivität. Aber nichts, womit man zu Hause angeben könnte. Könnte besser sein. Ja. Kanonen. Ah, das geht. Das rennt jetzt ein bisschen, außer die Stahlproduktion. Aber ist klar, die muss abnehmen, denn wir brauchen das jetzt hier für Stahlbeton. So, du bist auch da. Wir haben gesagt, 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Stahlbeton. Also 50 Stahl. 50 Stahl. 40 Fenster. Und 30 Stahlbeton. Hoppla. Genau. Für den Einsatz. Dann fährst du mir einfach mal hier rüber. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Wenn du meinst. Ja, andererseits, wenn sie mir meine Inseln wegnimmt, dann könnte das schon sehr problematisch werden. Aber ich glaube, das wird sie nicht schaffen. Schwere Geschütze. Dampfschiffshafen. Schiff unter Beschuss. So. Reparaturkran, Anlegestelle. Bisschen Selbstverteidigung. Greift Gegner auf mittleren Reichweite an und verlangsamt sie auf kurze Distanz präziser. Richtet auf lange Distanz verheerenden Schaden an bei einer guten Rundumverteidigung. Ich glaube, ich werde das da einfach ersetzen. Kann ich das nicht bauen? Warum kann ich das nicht bauen? Ah, mir fehlen 10 Kanonen. Die kriegen wir schon noch. Ja. Haben wir hier ein bisschen was in der Verteidigung? Ist auch schon da. So. Na, ich
Besucher Kay. Oh nein, oh nein, oh nein. Pendler Kay. Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturms. Okay, das heißt, der Pendler-Cave funktioniert nur, wenn auf der Hauptinsel auch einer ist. Das ist nicht so schlimm, jetzt sparen wir dort noch ein bisschen auf den Stahlbeton und dann haben wir zumindest das hier schon. Ein neuer Auftrag. Und du fährst mir einstweil zurück. Und ladest voll. Ruder übernehmen. Jetzt wissen wir das zumindest. Spielstand gespeichert. Ja. Bereit für den Einsatz. Ah, was kommt aus der neuen Welt? Gut, das heißt, Pendler Kay brauchen wir unbedingt. Das heißt weiter. Wir brauchen. Kann ich dann noch ein paar Depots bauen? Du bist mein bester Lehrling. Und mein einziger. Habe ich noch einen dritten Anschluss? Ja, hier habe ich noch einen Anschluss. Kostet zwar wieder ein bisschen was, aber wir können damit mehr lagern. Und mehr lagern ist immer gut. Das haben wir jetzt 2100. Eines Konkurrenten wird belagert. Haben wir hier auch noch eine dritte? Ja, hier haben wir auch noch was. Kein das heißt doppelter die... Boden. Oh. Das gefällt mir. Bitte aufhören! Aufhören! Wenigstens ganz kurz mal. Nehme ich an. Na gut, ich lege die Waffen nieder. Die Feierlichkeiten sind beendet. So, dann jetzt auch ein bisschen mehr Lagerkapazität. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Werde euch beide da jetzt her und werde euch befüllen. Steinen, Brettern und ja. Alles bereit. So, produziere ich da drüben Bretter? Ich produziere da drüben Bretter, das heißt, ich brauche eigentlich nur Steine auf dieser Insel. Das ist aber nicht so schlimm, das haben wir gleich. Erwarten neue Horizonte. Und zwar... Schiff unter Beschuss. Fährst du mir gleich... Sind unterwegs. Und hoppla. Ein zweites Schiff. Auch gleich mal Steine ein und bringst sie schon mal hier rüber. Steuermann. Wenn wir jetzt da so ein bisschen erwarten neue Horizonte. Und du kannst eigentlich und auch hier rüberbringen. Habe
nämlich schon Schiff 10. Unter Beschuss. Wie fehlen mir? Was sind meine Kanonen? 4 habe ich erst. Okay, ja, das dauert doch eine Zeit lang. So. Eigentlich keine Expeditionen aktuell. Okay, mit wem bin ich jetzt noch im Krieg? Also Waffenstillstand. Sollte vielleicht eine Straße bauen, oder? Spielstand gespeichert. So. Weiter geht's. Soll ich noch ein paar Hochöfen bauen? Eine gute Frage, oder? Kommen die überhaupt nach? Also wir haben Eisen, wir haben Kohle, aber wir haben keinen Stahl. Das heißt, wir würden wirklich noch Hochöfen benötigen. Nochmal drüber schauen? Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Braucht Geld. So habe ich es noch nie. Natürlich wissen Sie, was das. Sie warnen Ihre Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel. Willst es weit bringen? Was? Schiff vom Stapel gelaufen. Die liefern dorthin. Das liefert auch dorthin. Sie haben an Einfluss verloren. Noch nicht. Sind noch nicht eingependelt, oder? Gut, Stahlbeton läuft. Pendler K. Frage ist nur, wohin? Schauen wir mal. Ingenieure. Pendler K. Was kostet der Unterhalt? Ah, er kostet keinen Unterhalt. Oh. 1000 Unterhaltskosten. Oh je. Setzen wir das mal hier hin. Vielleicht geht es sich jetzt aus. Und dann kann ich aber gleich das nehmen und hierher setzen. Dann sieht das Ganze sicherer aus. Ja, sieht besser aus. Gut, wo kommt der Pendler-Key jetzt hin? Kann ich den da drüben noch hinsetzen? Ne, da sind wir auch voll. Setzen wir ihn auf die Rückseite. Du machst das Beste aus den Handlangern, die du hast. Ja, kostet schon ordentlich was. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht... Ein neuer Auftrag? So. Mal die Steine rüber, die ich jetzt noch nicht lagern kann, weil ich zu wenig Lagerhäuser habe. Oh.
Sollte aber nicht das Problem sein. Bauen wir da mal gleich ein paar Lagerhäuser. So, fürs Erste soll das jetzt mal reichen, dann kann ich da jetzt mal ausladen. Erwarten neue Horizonte. Spielstand gespeichert. Auf Ihren Befehl. Du fährst mir jetzt da mal rüber, weil da liegt was. Fahr mir bitte nochmal hierher. Das ist das neue Linienschiff. Und das stellen wir aktuell Steuermann! Stellen wir es hier hin. Ich das schon bauen? Hier fehlen mir immer noch Kanonen. 2 Stück fehlen noch, also noch circa 3 Minuten. Ja, das pendelt sich da jetzt auch ein bisschen besser ein. Gut. Schiff unter Beschuss. So. Schiff unter Beschuss. Krieg ist immer eine Frage von Leben und Tod. Sollte das Ding vielleicht anschließen? Zeit, den Sextanten zu entstauben. Gut, hatte ich vergessen anzuschließen. Ist aber jetzt nicht das Problem. Oder sollte nicht das Problem sein. Auf Ihren Befehl. Was ist denn jetzt? Weg da. Ach hey. Jetzt zerstört er mir die Teeknospe. Soll er mal das Schiff zerstören, ist mir jetzt auch schon Wurst. Gut. Und wie es weitergeht, siehst du in der nächsten Folge, denn wir haben das Folgenende erreicht. So viele Lungen voller Wasser. Genau, also Lungen und Wasser ist gut, offensichtlich. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.